Was kann man denn tun, um einen, sag ich mal, so einen Mann anzuziehen, der von Anfang an nicht so viele harmonische Schwingungen zeigt, beziehungsweise er strahlt schon Ruhe aus, er strahlt schon Gelassenheit aus. Und es ist die Art von Männern, die, naja, interessant sind, die auf Anhieb es verstehen, die weibliche Aufmerksamkeit zu wecken. Wie kann eine Frau auf ihn gezielt einwirken, sodass er, naja, sodass er anfängt, sich von sich aus anzuziehen von dieser Frau? Okay, wundervoll. Wieder zwei Gedanken, kurz notiert. Punkt Nummer eins, es gibt eine wunderschöne Geschichte aus dem alten Japan. Und die handelt von den Samurai. Und Samurai heißt nichts anderes übersetzt wie der Dienende oder der Diener, weil er sich einer höheren Sache verschrieben hat und angefangen hat zu dienen. Und dieser Samurai hat irgendwann mal seine Königin wortwörtlich kennengelernt. Und das ist eine wunderschöne, junge, starke Frau, die an sich glaubt, die ihren eigenen Selbstwert hat, die weiß genau, was sie kann. Sie liebt sich selber genauso und sie sieht dieses Dienenvolle, dieses Ehrenvolle in dem Samurai. Und beide erkennen sich, die Energie passt, sit, match und beide kommen zusammen. Dann vergehen ein paar Jahre und diese Königin merkt, sie ist optisch gealtert, sie erkennt sich im Spiegel mit voller Falten und Körper hat sich auch verändert und dann sieht sie gleichzeitig hunderte von wunderschönen jungen Frauen da draußen und fängt an zum ersten Mal an sich zu zweifeln. Und durch dieses Zweifeln, was die Königin nach außen nicht kommuniziert, spürt das der Samurai in dem Moment und sie fängt ihm an, irgendwelche Fragen zu stellen, wo warst du so lange, wen hast du getroffen? Und durch diese Unsicherheit der eigenen Königin spürt der Samurai plötzlich Unsicherheit, ohne zu wissen, warum. Und plötzlich geht es dann so weit, dass die Königin durch ihre Kontrolle, weil sie in diese Angst reingeht, in diese Angstenergie und ihre eigene Königlichkeit verliert, dass es dazu kommt, dass der Samurai irgendwann mal mit der Königin nicht mehr zusammen sein kann und beide energetisch auseinandergehen und auch auf der Beziehungsebene nicht mehr miteinander sein können. Und so wird der Samurai zu einem herrenlosen Ronin. Und der Hauptgrund dafür ist, weil die Königin einfach schlicht und ergreifend vergessen hat, dass sie eine Königin ist. Und das Verrückte ist, in dem Augenblick, wenn eine Frau sich Tag für Tag, also ich sage ja selbst in meinen Klienten, was würde die Königin jetzt in diesem Augenblick tun? Magische Frage. Egal welche Frau da gerade in welcher Situation es Auch auch sein fantastisch, ja. mag, was würde eine Königin jetzt tun? Also ich hatte jetzt ein Beispiel gehabt mit einer jungen Frau, die ist schon fast 20 Jahre mit ihrem Mann zusammen, hat zwei Kinder und der Mann ist unglaublich eifersüchtig, weil er selber, ne, wie gesagt, in seiner Ex-Beziehung verletzt worden, die Frau ist fremdgegangen und, das hat er rausgefunden. Und statt an sich selbst zu arbeiten, dieser Mann projiziert dann nur seine ganzen gemachten Erfahrungen alles in diese Frau hinein und packt sie in ein Kokon hinein, offiziell nach außen, umgarnt sie mit Liebe, schmeißt Ja. sie mit Geschenken zu, finanziell und sagt, du bist die Beste, die Schönste, liebt diese Frau über alles. Und gleichzeitig nimmt er ihr die Luft zum Atmen, weil er sie so sehr versucht zu kaufen, zu binden. Und wahre Liebe lässt los, wahre Liebe ist Freiheit. Weil wenn du den anderen wirklich liebst, wie Buddha sagte, nimm eine, geh auf eine Wiese und schau dir eine Blume an. Und wenn du diese Blume wirklich magst, dann wirst du sie pflücken, zu Hause reinstellen und dich an ihr 2, 3 Tage erfreuen. Wenn du aber diese Blume wirklich liebst, dann wirst du sie auf der Blumenwiese stehen lassen Oh und ja. sie sich daran erfreuen, dass sie dort ist, wo sie ist. Und das heißt, übertragen auf eine Frau, die sich unsicher ist und sagt so, hey, wie kriege ich jetzt diesen Typen rum? Blödsinn, schon mal falsche Frage. Die Frage ist, wie kriegt er dich rum? Und die Frage sich zu stellen, was würde eine Königin jetzt tun? Die würde jetzt nicht gucken, oh mein Gott, guck darüber oder wie auch immer. Eine Königin würde voller Selbstachtung, voller Stolz, ohne ins Ego zu gehen, mit einer Ausstrahlung, einer wunderschönen, jungen, leichten Schwingung, Energie, Männer verzaubern. Und dann ist die Frage nur, wow, was ist das für eine Frau und wie viele Männer konkurrieren um sie herum, wie früher damals im Mittelalter Pistolen im Morgengrauen, weil die zwei Typen sich in die gleiche Frau verschossen haben. Und ich glaube, dieser Mindshift, nicht ich jage den Typen, sondern ich bin eine verdammte Königin. Und der Kerl, der sich mit mir trifft, der hat das Glück, mit mir Zeit verbringen zu dürfen. Und die Frage zu stellen, was würde in diesem Augenblick eine Königin tun? Ich glaube, dann wird es magisch. Und sehr, sehr viele Frauen, Achtung, nicht jetzt zu sehr überpacen, ne? Ich bin eine Königin, da muss ich jetzt irgendwie 70 Rosen hinlegen. Moment. Also da lege ich ein kleines Veto ein, weil einige, es gibt ja wunderschöne, starke Frauen, und die sagen, hey,
Die Typen gucken mir hinterher, wie blöd, aber irgendwie schaffe ich es nicht, den richtigen ans Land zu ziehen, weil ich habe das Gefühl, die wollen mit mir alle nur in die Kiste. Und da bin ich von Anfang an so ein bisschen kühl. Liebe Frauen, darfst du sein, zelebriere deine Königin. Nur die ersten 2, 3, 4, 5 Minuten sei da relativ einfach anzusprechen, weil Männer haben sowieso sehr viele Ängste vor den schönen Frauen. Und wenn ein Mann auf eine Party geht und er sieht da eine super attraktive, dann denkt er, boah, die ist vergeben. Und die schönsten Frauen sind immer alleine auf der Party. Ja. Das heißt, sei in den ersten 5 Minuten leicht anzusprechen und danach kenne deinen Wert und sei nicht zu einfach ins Bett zu kriegen, wie auch immer. Aber kenne deinen Wert und vor allem aber gib diese Anfangsmöglichkeit, in den ersten 3, 4, 5 Minuten leicht mit dir in Kontakt zu treten. Das ist so, was ich mitgeben würde. Großartig, großartig.